Abendstunden hier am Bärensee und wir testen heute mal einen Spot, der eigentlich immer funktioniert. Ich gehe da jetzt blind hin, ohne was vorab getestet zu haben. Und wir gucken uns an, mit welchem Setup, mit welchen Ködern da etwas funktionieren kann und testen einfach mal an der Stelle, ob da nicht was Großes reingeht oder zumindest eine gute Frequenz vorherrscht. Und dann kommen wir ja auch schon an. Einer der bekannten Klassiker hier am Bärensee, die eigentlich immer ganz gut funktionieren. Und wir testen heute mal ganz simpel. Und zwar nehmen wir hier, wie zuletzt auch immer, einfach nur die Feederrouten. Beziehungsweise, weißt du was, wir bauen heute mal ein Setup zusammen, was quasi ja auch eine Kaufempfehlung ist. Und zwar empfehle ich auch einfach immer gerne, gerade wenn man so ab 20 plus ist, einfach die Fortuna Carb in Kombination mit der HSV. Und da gucken wir jetzt einfach mal, dass wir das Setup so zusammenbauen. Also wir nehmen hier die Carbs, dann hat man nämlich schon mal die Karpfenrouten ab 60% Grundfischen und dann hier oben 60%, da schaltet man dann die Handhabung der Karpfenrouten hier frei. Und ab diesen Karpfenrouten, da macht es dann eben auch nochmal richtig zusätzlich Sinn, denn wir kriegen für jeden Fisch nochmal Bonus-XP. Also die Grund-, die Basis-XP sozusagen sind hier am größten. Dann, ja, Winkelpicker sind so mittelmäßig, wobei die ja mittlerweile ganz gut sind mit den plus 25%. Und am geringsten von den XP sind eben die Feederrouten. Also wir nehmen hier die Karpfenrouten mit. Und die wichtigsten beiden Montagen, ihr seht es, die sind auch hier schon mit Punkten versehen. Einmal die klassische H-Montage und einmal Pop-Up Rigs. Bedeutet also im Idealfall, wenn du das hier gerade freigespielt hast, gerade frisch die Karpfenrouten fertig hast, dann haben wir die klassische H-Montage. Und ich würde sagen, die nutzen wir auch gleich mal und bauen uns unser Setup zusammen. Hier ist es sogar schon eingestellt, klassische H-Montage. So. Also, das hier einmal auswählen. Neben der klassischen H-Montage ist natürlich sowas wie die Schlaufenmontage noch interessant. Für einfache Naturköder. Und dann haben wir hier die klassische H-Montage. Ja, was geht denn hier für eine Angelschnur drauf? Wir haben hier natürlich jetzt 39 Kilo, wahnsinnig viel Tragfähigkeit. Aber wir haben ja hier nur 17 bzw. 15,4 Kilo bei der normalen HSV. Dementsprechend nutzen wir jetzt hier nochmal eine Schnur, und zwar eine Monoschnur. Ich nehme mal jetzt hier die in Blau. Monoschnur, 300 Meter haben wir hier auf der Schnur, 0,45 mm dick. Und es passen auf die Rolle 394, also die gesamte Spule, die gesamte Schnur geht hier komplett auf die Rolle drauf. Perfekt. 19,1 Kilo. Dementsprechend passen wir natürlich noch das Leadcore an. Also, da gehen wir hier auf 18,1 und suchen uns dann unterschiedliche Vorfächer. Wir können durchaus hier auch mit Mono-Vorfächern angeln. Das heißt, wir nehmen eine Monoschnur und ja, machen daraus einfach einen Vorfach. Ich würde jetzt nicht ganz so lang reingehen bei den Vorfächern. So bis vielleicht 20 cm, 15 cm, das reicht in der Regel. Gucken wir mal eben, was wir hier haben in der Gewichtsklasse, dass wir hier die 18 Kilo gut ausreizen können. Hier haben wir 15 cm zum Beispiel und das passt doch ganz gut. 15 cm und wir wählen einen 1er Haken aus. Am besten hier diese Karpfenhaken, Größe 4, Größe 1, einfach nur für eine etwas größere Frequenz. Nehmen wir die einfach mal mit dazu und dann kommen gleich die Pellets. Das machen wir dann im Anschluss. Ich mache mal ein bisschen Licht hier und dann stellen wir das erstmal ab und ich baue dann auch das restliche Setup so zusammen. So, damit sind alle drei Routen zusammengebaut. Alles auf der gleichen Art und Weise. Einziger Unterschied, ich habe eine der Rollen, der HSV-Rollen, mal gepimpt und ein bisschen aufgewertet mit einer etwas höheren Bremskraft und die hat jetzt hier eben 17 Kilo, also eine 17 Kilo Bremse drin, auch natürlich schon wieder ein bisschen Verschleiß, aber das Ganze ist auch wieder ein bisschen tricky.
denn das Ganze geht dann natürlich auch ein bisschen zu Lasten des Getriebes. Das heißt, hier geht dann so Stück für Stück der Getriebeverschleiß hoch, wenn wir die halt am Limit angeln. Bedeutet also, das Aufwerten von so einer Rolle, ja, kann man machen, aber eben immer versuchen, dass man die Bremse halt dann nicht trotz allem eben maximal ausreizt und immer schön in den roten Bereich rein. Denn das geht dann richtig hart zur Lasten der restlichen Rolle. Nur weil man eine Komponente in der Rolle halt ausgetauscht hat, verstärkt hat, sind ja die anderen Komponenten ringsherum nicht gleichzeitig stärker. Und wir sehen, wie gesagt, der Getriebeverschleiß geht halt schon richtig hoch. Da müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Also wenn man das Ding aufwertet, ja, kann man machen. Zwei Nachteile. Zum einen kostet es natürlich extra was. Die Reparaturkosten sind höher. Und der einzige Vorteil ist, wenn wir die Bremse nicht bis ans Limit ziehen, sondern genauso das Setup lassen, also hier mit 19 Kilo und 18 Kilo, also genauso schwer lassen, dann können wir ein bisschen weniger Verschleiß haben. Wie gesagt, wenn wir die Bremse halt jetzt nicht wieder ins Maximum hochziehen. Ne, wenn wir erst bis 15 Kilo ziehen können, die Bremse, dann sind wir im roten Bereich. Jetzt hätten wir 17 Kilo und wir ziehen es nochmal weiter hoch, die Bremse. Dann ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Das heißt, das gesamte Setup leidet dann darunter. Also das ist dann keine Empfehlung. Wenn man das dann so lässt, also trotz der 17 Kilo, man lässt es auf 15 ungefähr, dann hat man natürlich hier noch ein bisschen Puffer. Also dadurch dann weniger Verschleiß. Ja, gucken wir mal rein hier jetzt in das Setup. Wir verwenden jetzt einfach mal kleinere Boilies. Ich weiß nicht, was hier funktioniert, welche Köder hier funktionieren, welche Boilie-Kombination oder Pellet-Kombination funktionieren. Ich fange einfach mal an hier in der Auswahl mit Boilie und Pellet und suche dann aber was Kleines raus. Gucken wir mal eben durch, was denn hier funktionieren könnte. Ja gut, hier ein Klassiker ist natürlich Kokossahne und ich würde sagen, damit fangen wir auch einfach mal an. Kokossahne Pellet und dann machen wir hier auch Kokossahne in, machen wir auch nur, machen wir mal sogar 12. Wir fangen mal wirklich klein an und nehmen dann hier noch den Kokosnektar und hätten jetzt hier ein kleines Setup ohne PVA, ohne alles. Stellen das Ganze hier jetzt auf 21 Meter ein. Und gehen so ein bisschen jetzt zur Seite. Wir wollen so knapp hinter diese Kante hier werfen. Das heißt, locker ausgeworfen, 21 Meter, zack, Happy Hour geht los, perfekt. So, und dann testen wir mal. Erster Köder liegt da bereit, das ist ein ganz guter Winkel, genau so. Dann landet man da vorne, denn da vorne an der Stelle, und das sieht man hier eben auch nochmal ganz gut, hier ist eine Muschelbank, die geht so bananenförmig hier einmal lang. Und diese Muschelbank, die wollen wir anwerfen, denn da sind häufig mal die Karpfen. So, wenn man jetzt unsicher ist und gar nicht weiß, was denn gehen könnte, kann man natürlich auch einfach in die Rekorde reingucken. Wobei auch das immer wieder ein bisschen tricky ist, denn vieles läuft dann eben nicht unbedingt nur am Bärensee, sondern wenn man in die wöchentlichen Rekorde reingeht und dann guckt man hier mal beim Schuppenkarpfen, dann landet man eben auch sehr schnell am Bernsteinsee und da kann man eben nicht eins zu eins sagen, was am Bernsteinsee läuft, läuft auch am Bärensee. Guck mal hier, der GoDust hat hier ordentlich was rausgezogen mit Honigbirne und Honigcreme. Das ist doch auch mal eine Idee. Testen wir doch auch mal. Vielleicht gehen ja hier die Lederkarpfen rein. Honigbirne, Honigcreme. Ich gehe allerdings auch hier ein bisschen kleiner rein. 26er und 24er Pop-Up-Boilies. Bedeutet auch da mit Sicherheit eine sehr, sehr, sehr lange Zeit, bis da mal ein Biss reingeht. Aber er war da eben auch gezielt auf die sehr großen Fische aus. Also suchen wir mal nach Honig. Und wir haben Honigbirne soluble, also auflösend. Das nehmen wir doch mal rein, auch hier als 16er. Jetzt habe ich hier, glaube ich, zweimal Boilie. Ne? Jetzt gucken wir gerade mal, gibt es überhaupt Pellets mit Honig? Ne. Also müssen wir hier tatsächlich auf zweimal sinkende Boilies gehen. Wir nehmen Honig, 16 auflösend. So, also wir haben jetzt einmal die Honigbirne. Und hier ist Honigcreme, dann nehmen wir mal den 14er und auch hier nehmen wir dann Honig
einfach, ob den Wilden, ob den Berg. Wir nehmen einfach den Berghonig. So, fertig. Und auch hier wieder das Gleiche. Und raus damit. Und letzten Endes testen wir jetzt hier einfach nur. Testen wir jetzt hier einfach nur, welche von den Aromen sind interessant und wo haben die Fische Bock drauf. Gucken wir noch mal kurz rein hier in Richtung Bärensee. Guck mal hier, Bärensee. Da scheint der schwarze Amur ganz gut zu gehen. Auch komplett hier auf Honig, Birne, Honigcreme. Das ist natürlich angenehm. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und auch der weiße Amur ist ja hier vorrätig. Oder der Spiegel. Da haben wir Bernstein, alles. Und hier haben wir noch einen weißen Amur. Bärensee. Aber das ist auch ganz klassisch. Kokossahne. Und das ist sogar nur mit einem ganz kleinen Setup. Nur mit einem 16er Boilie und einem Maiskorn Pop-Up Rig. Also auch das natürlich eine Möglichkeit. Aber ich teste dann nochmal. Oh, da geht schon was auf die Honigbirne. Und da geht auch schon direkt was rein. Das hat nicht lange gedauert. Und ich ziehe ein bisschen an. Ja, ist nicht so richtig groß. Wir haben ja hier ein kleines Setup. Aber das sieht doch schon gut aus. Den nehmen wir doch schon gerne mit hier. Ist doch schon mal ein ganz guter Indikator. Es ist relativ kühl jetzt hier. Unter 10 Grad sogar schon in der Nacht. Also, ja, vielleicht gehe ich nochmal auf etwas, was ein bisschen mehr eiweißlastig ist. Wobei hier ist Cream mit drin. Honig-Cream. Das könnte natürlich auch so eine Eiweißkomponente mit drin haben. Das andere ist Kokossahne. Da haben wir die Sahne wieder. Vielleicht machen wir das nächste nochmal ein bisschen fruchtiger. Auch so ein paar Klassiker ist ja sowas wie, schwarze Johannisbeere oder sowas. Geht auch immer wieder ganz gut. Oder Himbeere am Bärensee, auch ein absoluter Klassiker. So, jetzt einfach langsam reinkurbeln hier. Gar keinen Stress machen auf dem Setup. Bisschen hier in den Blank rein, also ruhig ein bisschen so nach oben ziehen. Also halten, nicht mit der rechten Maustaste, einfach nur reindrücken. Und langsam einkurbeln. Wenn er ziehen will, dann ziehen lassen. Jetzt zum Beispiel zieht er nochmal ein bisschen ab. Und dann nochmal mehr in die Richtung, wo er hin flüchtet sozusagen, nochmal hinziehen. Dass er nicht die Chance hat, sich umzudrehen. Wenn er jetzt mit dem Rücken zu uns stehen würde, hätte er halt die meiste Kraft abzuhauen. Und solange wir ihn halt dahin ziehen, wo er hinguckt, hat er eben eigentlich nicht so die Chance abzuhauen. Guck mal da, Leder, oder? Komm, 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 nicht so hoch. Jawohl, erster Lederkarpfen direkt. Selten. Das ist schon mal gut. Bringt ordentlich und richtig gut XP, bringt richtig gut Silber auch. Also, ich mache gerne die Taschen voll hier mit Lederkarpfen. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Das jetzt hier auf Honigcreme. Gar nicht schlecht. Und in der Nacht, wo eh nicht so richtig viel los ist. So, nächstes Setup schnell zusammengebaut. Wir sind immer noch hier auf, genau, Pellet und Co. Haben wir hier irgendwas? Johannes haben wir auch nicht. Dann gehen wir hier auch wieder auf sinkende Boilies und nehmen mal den Johannes. Da haben wir zweierlei sinkende Boilies. Okay, wir nehmen auch hier nochmal den 12er und wir nehmen, wobei da sind gar nicht so viele von, wir nehmen mal den 15er und wir nehmen hier auch nochmal, das sind auch noch drei Stück. Eieiei, gut geplündert. Ich muss mal wieder einkaufen am Wolchow. Das lohnt sich nicht. 20er ist natürlich jetzt was ganz anderes. Weißt du was, wir nehmen zum Testen mal. Erstmal gucken, ob das angenommen wird. So, Johannes, Johannes und Johannes. Und schnell wieder raus. Der Johannes, der kann es. 21 Meter. Zack, knapp hinter das Grün. Zumachen und gut ist. Bremse, ja, sollte eigentlich überall passen. Das Setup ist so eingestellt, dass man hier eigentlich kaum was kaputt machen kann. Aber ich höre es schon wieder bimmeln auf der Mitte und da ist sogar schon was dran. Also, das mit dem Honig und dem Cream scheint gut zu gehen. Auch wenn es nur eine olle Karausche ist. Aber die nehmen wir natürlich auch alle mit. Jeder Fisch zählt. So. Und schon mal absinken lassen. Noch nicht eine Futtermische drin. Also in Gänze komplett ohne Futtermische das Ganze. Erstmal nur testen. Wenn man dann weiß, alles klar, zum Beispiel Honigcreme jetzt hier funktioniert am besten,
dann können wir uns natürlich eine Futtermische zusammenbauen. Es scheint wirklich Honigcreme richtig gut abzugehen. Also bisher eine kleine Reaktion auf Kokossahne, der Klassiker, aber hier schon wieder was dran, oder? Ja, jetzt ist er dran. Wenn die Schnur schon so runterfällt, dann hat der Karpfen den Köder schon angehoben und schwimmt schon mit dem Blei rum. Und wir ziehen uns den auch hier wieder langsam ran. Immer ein bisschen gucken, wohin die schwimmen. Man erkennt das ja so ein bisschen, wie sich die Schnur dreht, in welche Richtung der Kopf sich dreht vom Fisch. Und dann gucken, ja, entweder lenken, dass er eben nicht in die Richtung hin weiter abhaut. Oder eben dann einfach ranziehen. Na guck. Und auch hier noch ein bisschen, ne? Wenn er abziehen will, er hat also die Möglichkeit, ne, ihr hört es, also wenn er jetzt ein bisschen in den Druck reingeht, dann knackert die Bremse. Und auch einfach lassen. Ich könnte jetzt natürlich weiter hochziehen. Einfach zack, zack, zwei, drei Stufen höher ziehen. Nö, lassen wir einfach so auf entspannt. Wenn er abhauen will, haut er ab, damit das eben nicht so sehr an ihm rumreißt und vielleicht nochmal eine Ausschlitzer produziert. Zack, nächster Lederkarpfen, abgefahren. Jetzt ist für mich eigentlich schon der Punkt gekommen, dass ich umbaue. Also zweimal hier Lederkarpfen ist schon ein super Zeichen. Da ist mir alles andere egal, ich baue mal eben um. So, zack, 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 1, 2, 3, einmal das gesamte Set umgebaut. Also alle Routen jetzt umgestellt hier auf Honigbirne. Zum einen Soluble, also auflösende Boilies, das lockt natürlich zusätzlich. Zum anderen das Normale, weil die auflösenden, die gehen mir langsam aus. Und jetzt kann man natürlich auch noch eine passende Futtermische herstellen. Und auch das machen wir mal eben. Und weil wir hier nicht alles mit PVA machen wollen, nehmen wir ganz normal hier die Kugelform. Wir gehen rein etwas süßlicher und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Mais als Basis und dann suchen wir mal nach Honig. Es gibt hier einmal Berghonig Feed Pellets, die nehmen wir gerne mit rein. Dann nehmen wir aber auch nochmal Sahne, denn wir haben hier Honig Cream und Birne ist ja auch noch mit drin. Wir nehmen einfach mal hier Sahne Feed Pellets, die großen in 12. Und jetzt gucken wir gerade nochmal eben rein. Das ist ja hier Honigbirne, ne? Genau. Also, die Komponenten, die wir als Köder haben, die kommen in die Futtermische rein. Da ist es noch. Dann gucken wir nochmal nach Birne. Und da haben wir auch süße Birne, bis sogar 16er Boilies groß, auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme aber da eine etwas kleinere Komponente, nicht ganz so. Also ist es mit dabei, aber vielleicht nicht ganz so groß. Und dann haben wir noch einen übrig. Hier nehmen wir auf jeden Fall nochmal Honig. Und was wir hier natürlich jetzt machen können, und das ist jetzt ein bisschen abhängig, ob du das schon kannst oder noch nicht kannst. Wenn du es schon kannst, dann schredderst du einen Boily. Gucken wir mal eben hier. Da ist es, der Schredder. Dann gucken wir nach Boilies, dann gucken wir nach Honig. Und im Idealfall nehmen wir auch, und das bringt auch nochmal ein bisschen Bonus, nehmen wir die auflösenden. Die sehe ich jetzt hier gerade gar nicht. Also die Soluble sind hier nicht drin, weil ich nicht ausreichend habe. Man verbraucht schon recht viele davon. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach den kleinsten Honig Creme 8. So, davon braucht man, ich glaube 30 Stück gehen da jetzt von weg. Ne, 25 Stück gehen davon jetzt weg. Also die werden jetzt alle geschreddert. Zack, 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 zack. Dann haben wir das jetzt hier. Und das, und hier geht es auch schon weiter, perfekt. Und das setzen wir jetzt hier ein in die Futtermische. Auch nochmal mit Honig. Wie gesagt, besser wäre jetzt gewesen, nochmal hier die Honigbirne auflösend. Aber auch das wird gut funktionieren. So, und jetzt haben wir hier Honig, Birne, Bärensee. Perfekt. Und das wird angefertigt und dann sollte das doch funktionieren. Guck mal hier, gute Qualität, natürlich Skillpunkte investieren in die Futtermische. Wir wollen ja das Maximum auch irgendwann rausholen. Zack. So, und bevor es jetzt hier in den nächsten Drill geht, suche ich mir das eben raus und da zubbelt es auch schon weiter. Honig, Birne,
Bärensee. Honigkarpfen habe ich ja auch schon mal gehabt, okay. Aber das ist jetzt hier die Komponente. Die haben wir mit der Honigcreme gemahlen, die Boilies. Und wir werfen jetzt hier aus auf 21 Meter. Wie machen wir auf 21 Meter? Wir essen nochmal ordentlich was, damit wir ausreichend Energie haben. Der Energiebalken muss richtig schön voll sein. Dann kommen wir auch richtig schön weit raus. Denn dann können wir maximal, also mit Shift auswerfen. Zack. Und dann fliegt das Ganze hier eben auch 21 Meter weit. Also 130% im Idealfall. Und dann raus damit. 4, 5. Und wir ballern da jetzt erstmal 6, 7. Wir können erstmal für den Anfang 10 Mission hier reinschmeißen. Und dann machen wir gleich ein bisschen eine Pause. Und dann nachher gegen 16 Uhr werfen wir nochmal 3 Mission hinterher. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. So. Jetzt haben wir die Stelle da erstmal angefüttert. Radius 2,5 Meter. Das heißt, wir haben da jetzt eine schön große Area angelockt für diese Aromatik. Und jetzt gehen wir mal hier ein bisschen rüber. Ich glaube, hier können wir die Bremse auch noch ein bisschen hochziehen. Der ist gar nicht so groß, der Fisch. So. Lassen wir ihn mal so ein bisschen locker, ein bisschen Platz, wenn er eben noch ein bisschen eskalieren will. Genau. Man hört es, es klackert immer noch, wenn ich ein bisschen ziehe. Und so machen wir das auch, damit, wenn der Kopfschläge macht, wenn er abhauen will, wenn er sich den Haken aus dem Mund reißen will, dann hat er noch die Chance dazu, ein bisschen abzuhauen. Dass wir eben versuchen, die Ausschlitzrate so gering zu halten wie möglich. Natürlich immer die Spannung halten, aber eben auch gucken, dass sie nicht ausschlitzen. Alter Falter, das sieht aber gerade schon richtig, richtig gut aus hier mit den Lederkarpfen. Ich bin ja mega zufrieden. Richtig nice. Richtig nice. 3 Lederkarpfen hier und eine olle Karausche. Tipptopp. Was will man denn da mehr? So, direkt wieder raus. Auf die 21 Meter. Perfekt. Und es geht weiter. Auch gar nicht so riesig. Aber das ist natürlich jetzt, liegt natürlich jetzt auch an den kleineren Boilies. Jetzt könnten wir natürlich so langsam reingehen und sagen, okay, wir nehmen mal etwas größere Boilies. Anscheinend ist der Lederkarpfen da. Und man versucht dann eben jetzt die größeren Brocken zu fangen. Ich finde allerdings auch das Karpfenangeln auf Frequenz immer super interessant. Einfach, dass man hier ständig was zu tun hat und nicht ja, eine halbe Stunde auf den einen großen wartet, ist dann auch manchmal ein bisschen schwierig. Ja, und das ist es dann eigentlich auch schon. Genau so oder eben, ja, mit anderen Aromen sozusagen. So geht man einfach immer wieder ran ans Angeln und eigentlich an jeden Spot. Egal wo. Einfach hingehen, drei verschiedene Aromen testen. Die Aromatik, die als erstes anschlägt und die am besten anschlägt, ausweiten auf alle anderen Routen. Und dann dementsprechend noch eine Futtermische bauen, die darauf abgestimmt ist, wie die Aromatik war. Ja, leck mich fett, Alter. Lederkarpfenhausen hier. Abgefahren. Lederkarpfen. Richtig, richtig nice. Wir gucken gleich nochmal eben kurz in den Kescher. So, da sind wir auch schon hier am Fischmarkt. Und da haben wir es hier schon. 20, 20, 15, 13. Also, das ist doch wirklich angenehm hier. Gut von der Kohle. Ein paar Minuten jetzt hier. Und ja, 10 Minuten, sagen wir mal 15 Minuten jetzt hier. Und schon die ersten 80 Silber drin. Einfach nur durch die Lederkarpfen. Sehr, sehr, sehr nice. Also, so soll das. Ich renne schnell wieder zurück zum Spot und mache hier den Kescher voll. Ich glaube, da hinten bimmelt es auch schon wieder. Petri, ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, das hilft mir. Kanal abonnieren hilft noch viel mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Da geht es dann direkt immer live hier. Wie gesagt, gleichzeitig auf YouTube und auf Twitch. Bis dahin.